Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Genau, und genau diese Information haben wir in der letzten Folge herausgefunden. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Ja, wir sind wieder am Start mit unserem Hexerchen. Und bitte Freunde um Unterstützung im Kampf gegen die wilde Jagd. Das wäre auf jeden Fall die nächste Aufgabe. Und wir sollten zurück nach Skellige. Warte mal, ich brauche aber tatsächlich immer noch Warte mal. Geralt? Yennefer? So. Danke, Yen. Bis dann. Das hatten wir. Was sollen wir denn machen? Nee, kann ja nicht rennen. Okay. Hier sind wir doch das Viech, ne? So, ich muss erstmal den hier rausfinden. Wo müssen wir denn überhaupt? Was müssen wir denn überhaupt machen? So. Okay, moin. Jetzt sind wir hier. Bitte, Freunde, okay. Das sind alles so schon Level 20er, ne? 22er. Eieiei. Wir sind alle Level 17. So, ich muss jetzt gerade mal gucken, dass wir hier rauskommen. Die Suche nach der Tür. Gefunden. So. Ja, Freunde. Ich brauche Freunde. Im Fernseher wird sich in 5 Minuten ausschalten. Gut, dass ich die Family Blitz mal geht. Gott sei Dank griffbereit habe. So, ich brauche natürlich erstmal. Die Frage ist. Bindefreunde und Kniefel die Jagd. Ja, schön, aber da will ich jetzt auch hin. Gerne. Kann man da hinreisen? Ja. Also. Super. Es hat sich ja voll gelohnt, gerade das zu machen. So, ich muss gerade kurz weiterlesen, wie es weitergeht hier.
Kaiser M hier. Ja, ich soll angeblich. Also, ich muss gerade gucken, wo, wen wir finden. Wen wir da so ein bisschen. Gut, dann holen wir zumindest ein paar Leute dazu. Dann reisen wir erstmal nach Novigrad. Ein paar sind tatsächlich jetzt nicht zu machen, weil mir da ein paar Sachen fehlen. Ja. Warte mal. Jetzt muss ich jetzt erstmal eine Möglichkeit finden, hier einen Wegpunkt zu suchen. Hilfe! Vater, ich suche. Ich muss einen Wegpunkt suchen. Weil wir müssen nach Novigrad reisen. Da würde ich mir Soltan dazu packen. Ein Meckerfritze. Ja, die Meckerfritze. Gibt es Hundspetersilie? Ich brauche keine Hundspetersilie. Ich brauche erster Linie, brauche ich mal einen. Einen Wegpunkt. Die Frage ist, warte mal, für dich hier halt ein. Ja, super. Das hat sich jetzt voll gerade was. Hat sich jetzt voll gelohnt. Ich will hier runter. Geil. Das hat sich richtig gelohnt. Scheiße. Super, da schon sind wir wieder. Eieiei. Gibt's hier keinen Hauptausgang? Oder nur diese Nebenausgänge? Super, das hat sie. Ah, Mann! Was ist denn heute los hier mit der Folge? Katastrophe gerade! Alter, gut, der steht da vorne. Ha! Super, ey. Was denn heute? Boah, ich hasse das. Wenn ich den Weg nicht nach draußen finde. Ich will nämlich einen richtigen Ausgang, dass ich einfach weitermachen kann. Weil ich brauche eine Weggabelung, dann kann ich nämlich nach links reisen. Jetzt ist gerade.
nicht einfach. Also, wir haben echt nicht viel. Wir haben ja so viel auf die Reihe gekriegt in dieser Folge mittlerweile. Super Traum. Alter, wo geht's hier raus? Ich will doch da hin. Ja, irgendwie muss es eine Möglichkeit geben, hier rauszukommen. Hier waren wir schon. Oh, es ist zum Kotzen gerade, ey. Wenn der uns mal ein paar Wegpunkte anzeigen würde. Och, leck mich doch, ey. Das ist doch zu kotzen gerade. Ich krieg's gerade nicht gebacken, weil hier keine Möglichkeit gibt, meinen Ausgang zu zeigen. Oder ich bin einfach so blöd dafür. Kann auch sein. Nee, ich kann hier nur gen wo gerade raus. Hier ist keine Tür. Doch. Ah. Das muss einem doch mal gesagt werden. Scheiße, Alter. Müssen wir irgendwie eine Möglichkeit finden, aus diesem Haus hier raus, aus diesem Gebäude hier rauszukommen. Weil da können wir von hier aus nämlich ins Rosmarine Thymian reiten. Und hier wollte ich nämlich hin. So. Gut. Also, nur wie gerade habe ich gesagt, dann wollten wir. Warte mal, wo war das denn? Im Karai Hungen. Kenkwickel. Tal. Alte Eiche. Oh Gott, das dauert schon so ewig her, die Folge. Ich suche nämlich tatsächlich. Warte mal. Wo ist denn das Rosmarin und Thymian? Wo steht denn hier Soltan? Der muss doch auch hier irgendwo rumlaufen. Ja, ist aber nett, dass mein Telefon hier irgendwo liegt. Gut. Dann müssen wir also nur wie grad. Rittersporn zum. In die Stimme. Also, warte. Gut, dann holen wir uns ein paar Leute zumindest. Auch kein Händler. Warte mal. Nur wie gerade, Docs. Wir reisen erstmal nach Novigrad. Das ist erstmal das Wichtigste. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Das kennen wir ja schon. Jennifer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender.
Avalar, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. So, dauert ein Momentchen. Das dauert jetzt ein kleines Momentchen mit dem Laden. Ich habe echt wenig, wir haben echt wenig auf die Reihe bekommen heute. Bisher. Aber zumindest gerne würde ich den Soltan dazu holen und Dijkstra. Die zwei möchte ich gerne mitbekommen, hinbekommen. So, sind wir hier? Wo sind wir denn hier? Aufnehmen mal, wo bin ich jetzt gerade? Hilfe! Rette mich! Ich sterbe. Ach, zum Teufel damit! So. Zu Rum und Abendbrot sag ich nie nein. So. Okay, das sind alles verfügbare. Allgemein Quest. Also ich will auf jeden Fall irgendwie jetzt gerade Ochsenfurt. Wo steht der denn? Wo steht denn hier? Alter, ich bin heute echt irgendwie komplett neben der Spur mit diesem Spiel gerade. Scheißregen. Ja, da sagst du es. Wäre ein Schmied. Zumindest mal das. Du bist aber der Einzige. Oh, Alter. Ich kann nur einen einzigen. Hey, du! Ja, du! Hast du Wasser im Schädel? Ja. Ein bisschen. Warte mal, ist das nicht hier? Es muss verrückt sein, in diesem Regen rumzulaufen. Reden, Kräuter. Ach, das ist ein scheiß Kräuterhändler. Ach, leck mich doch, ich wollte eigentlich tatsächlich ins Rosmarin und Thymian. Nur ich habe keine Ahnung, wo das ist. Du bist Chase. Wie gerade die Scherben.
ein Hexer rum. Seht, leichenblasses Gesicht. Herhören, herhören! Du bist der berühmte Geralt von Riva, nicht wahr? Die ehrenwerten Wegelmuts warten zu rennen. Vollblüter in vollem Tempo. Ein Anwesen der Wegelmuts vor der Stadt. Oh. Ah ja. Super. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich dachte, sollten wir die irgendwo stehen? Wo steht das denn? Wo ist der denn? Nach dem Tor des Hierarchen. Das ist zumindest der... Warte mal, da muss ich mir den Punkt mal setzen. Ich guck mal gerade hin. Wo ist das denn? Ich hoffe, dass ich nicht so weit verlaufen habe. Platz des Hierarchen. Tor des Hierarchen. Das ist also hier unten irgendwo. Gut. Weg publizieren. Dann müssen wir da hin. Da soll es auf jeden Fall irgendwo sein. Laut zumindest der Karte. Da ist das Rosmarin und Thymian. Das heißt, wir suchen uns auf jeden Fall Zoltan noch schnell. Das große Erasmus-Wegelmund-Gedächtnisrennen. Also reitet, lauft oder kriecht, so schnell wie möglich zum Anwesen der Wegelmund. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Bestimmt sein Schritt und Weg. Pass auf. Gut, komme ich jetzt nicht weiter, oder was? Sorry, wenn ich jetzt gerade über eine kleine Abkürzung nehme. Ich hab's aber heute echt irgendwie. Ich bin heute sowas von neben der Spur. So, hier ist der Punkt, ne? Das heißt, es müsste also hier rechts irgendwo sein. Das Gebäude hier? Ja. Biberfeld. Vielleicht hilft der uns auch noch. Grüß dich. Nee. Bis dann. Ich wollte die Sultan haben. Pass auf dich auf. Oh, diese Frömmler sind nicht schlau genug, um mich zu enttarnen. Was ist denn der Rittersporn? Der hilft bestimmt nicht. Sultan, den wollte ich mitnehmen. Sultan? Geralt? So, das machen wir so. Ich weiß, wo Ciri ist. Warum sind wir dann auch hier? Holen wir uns die Kleine. Das werde ich. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Du musst nach Kaer Morhen reisen. Ich werde Ciri dorthin bringen. Die wilde Jagd wird kurz danach angreifen. Ich könnte dich auf unserer Seite gebrauchen. Du hast mich. Und meine Axt. Danke. Wir sehen uns in Kaer Morhen.
Wesemir, Eskel und Lambert sind schon dort. Gut, dann haben wir den ersten zumindest mal. Waffenbrüder Novigrad. Genau, jetzt gehen wir. Gut, dann haben wir jetzt tatsächlich Informationen. Gut, dann haben wir jetzt perfekt. Dann haben wir jetzt nämlich eine. Dann haben wir jetzt nämlich noch ein paar Aufgaben. Ah, oh, Gott sei Dank. Dann haben wir zumindest jetzt Wegpunkte. So, dann holen wir uns natürlich jetzt erstmal noch schnell die Hilfe. Oh, Horsch ist ein ordentliches Stück. Gut. Dann machen wir das. Warte mal, kann ich da hinreisen? Nee, kann ich nicht. Hey. Dann gehen wir. Dann gehen wir jetzt Tristan. Roche, Dijkstra, Triss. Aber das machen wir nicht alles in dieser Folge. Dann gehen wir nämlich erstmal die anderen beiden holen, die ein bisschen näher sind, hoffentlich. Dann haben wir zumindest ein bisschen was zu tun heute. Ich habe kaum noch Ausdauer. Okay, deswegen. Ich merke gerade, dass ich nicht dauerhaft sprinten kann. Soll unten sein. Die Frage ist, kommen wir da? Wenn's regnet, dann gießt's. Das ist eine super Information, die ich gerade hatte. Ne? Oh, steht doch mir nicht unnötig in dem im Weg. Also müssten wir doch. Laut Information ist sie unten. Also unter uns. Oh, Entschuldigung. Kommen wir da nicht jetzt rein oder was? Ah, ist doch scheiße so. Da möchte ich keinen. Das ist super, dass wir nicht da reinkommen. Dann kann man die nämlich knicken. Die Aufgabe. Gut, aber das haben wir mal feiern. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei The Witcher 3 und ja, dann suchen wir die anderen beiden auf. Nämlich Dijkstra. Ja, ich glaube, hier kommen wir nämlich gerade nicht weiter. Bis dann. Tschüss.